So, herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Beim letzten Mal haben wir den Kyuubi besiegt und auch einen schönen Kampf gegen den Kyuubi abgeliefert und ein bisschen zu Narutos Story erfahren, beziehungsweise zu seiner Geburt. Und jetzt müssen wir mit der schwangeren Kushina hier rumlaufen, wie ihr seht. Und ich glaube, jetzt gehen wir einfach mal dahin, wo wir hin müssen. Moment mal, was ist das denn? Ach du Scheiße, ist das ein fetter Mann? Komm, komm. Oh, nee, das ist eine Frau mittleren Alters. Okay, nicht ganz Madara, aber... ja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, da weint ein Kind. Ich glaube, dem helfen wir mal. Komm her. Ah. So. Die ist vom Werkzeugladen. Oh, die ziehen um. Ist ja furchtbar. Oh, was sollen wir jetzt dagegen machen? Echt mal, das ist kein Abschied für immer. Ach, wir vergessen dich nicht, Kleine. Und wir haben ihr den Lieblingskamm geschenkt. Siehst du, da kann man einen nicht vergessen, wenn man einen Lieblingskamm wegschenkt. Okay, gut. Das wäre erledigt mit dem Kind. So. Okay, so. Und jetzt zu der kleinen Ninja-Braut da mit der ultraschnellen Kushina. Ja, sind wir. Wir sind reisefertig. Wir sind reisefertig. Ja, ich bin bereit. So ste watashi wa kekkai ni mukatta. Kekkai no naka dewa Minato ya Irion. Und die Mama ist nervös. Na, okay, ist ja auch normal, das erste Kind. Watashi ga anata o umu dake no joutai ni natte ta. Shoujiki hajimete no koto datta kara fuan wa atta. Fuuin no shinpai mo atta shi. でも、湊がずっとそばにいてくれて、私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからは、ちょっと大変だったわね。男のあなたには分からないけど。ああ、das ist ja putzig。Der arme Papa, die ganze Zeit bei ihr。母ちゃんでも大変だってことあったんだな。 Ach komm, jetzt kommen wieder die typischen Frauenargumentationen mit Schwanger und sowas. でも、少しずつ、少しずつ、自分に子供ができるって嬉しい気持ちに包まれて、そして元気な産声と一緒に。 Wie klingt das komisch? Ich weiß nicht, das klingt wirklich komisch. Ach, Naruto war so ein Schreihals. Ja, man hört's von außen. Oh, da kommt der Maskierte. Boah, sie hat vor Schmerzen geweint, oder was? Ach,
Wie kannst du es nur wagen? Okay. Das ist aber eine krasse Drohung. Sasugada, daga. Kibakuta. Minato, Naruto! Yokatta. Naruto ni kega wa nai. Das ist aber nicht sein, der hat Briefbomb an ein kleines Baby zu heften. Spinnt der? Hat er etwas in der Kindheit falsch gemacht? Nicht beeilen ist was anderes, wenn man so viel nachdenkt und labert dazwischen. Boah, das sieht krass aus. Ah, und das ist die Szene, die wir ganz am Anfang hatten. Im allerersten Part. Ich hoffe, das müssen wir jetzt nicht nochmal kämpfen. Das wäre etwas. Naja. Nein! Der blitzschnelle Minato. Ja, dein Kind ist gerettet. Aber das ist ja auch selbstverständlich für den Vater. Und nicht so viel reden, gleich sofort weg und sowas. Naruto no soba ni. Das ist ein schönes Zimmer. Naruto. Minato. Arigato. Itterasshai. Irgendwie ist das ja schon traurig. Der Vater sieht zu. Weiß, das Kind hat keine Mutter mehr in der Zukunft. Oh, aber fürs Anziehen ist immer noch Zeit. So. Jetzt haben wir. Das ist jetzt die Szene, die wirklich ganz am Anfang war. Nur halt diesmal mit der Hintergrundgeschichte, wieso er wann da aufgetaucht ist und all sowas. すぐ悪い人って。
退治してくれるから。 Ah, die Mutter ist sehr erschöpft, das merkt man ja an. Naruto, das ist ja ein cooles Gerät. Ich will auch so eins haben. Das klackt so schön. Naruto ga yorokonde kureteru nara. Minato, itteru koto ga mechakucha. Umarete kitara ippai asobou na, Naruto. So ne. Umarete kitara zutto issho ni. Das tut einem irgendwie doch schon weh im Herzen, wenn man sowas anschauen muss. Das arme kleine Baby am Heulen. Die Mutter kann nichts machen. Ich habe das Gefühl, dass die Rasse funktionieren wird. Sofern das eine Rasse darstellen soll. Komm, Kushina, das schaffst du. Denk einfach an Mufasa aus König der Löwen. Der hat es auch fast geschafft. Yeah. Wir haben die Rasse. Otosan ga anata no tame ni katta no yo. Daichoubu. Daichoubu. Ha, er mag die Rasse. Ich wusste es. Oder Trommelrasse. Rasseltrommel. Ich glaube, Rasseltrommel klingt am schönsten. Nehmen wir einfach mal Rasseltrommel. Es ist eingeschlafen. Die Trommelrassel ist sehr effektiv. Rasseltrommel. Ja, Rasseltrommel. Trommelrassel. Wir nehmen beide Wörter jetzt für dieses Ding. Tja, Kyubi, jetzt kriegst du auf die Schnauze. Oder du gibst uns auf die Schnauze.
Tja, und Auftritt des fetten rauchenden Frosches. Wieder einmal. Und schwupps! Und zum zweiten Mal sehen wir, wie er ein neunschwänziges Tier einfach woanders hin teleportiert. Wow. ならないものがある。 大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は最後まで諦めない。 待って。 私はまた。 Ja, du schaffst das schon, Minato. Ich glaube an dich. Oh. Macht er jetzt nicht das Shikifuji? Oder Shikifuen oder wie es auch heißen mag? Und da kommen die Ketten von Kushina. Also für eine Frau, die ein Kind bekommen hat und noch sowas aufrufen zu können und den ganzen Stress mitzumachen, das ist echt eine Powerfrau. ガンガシェン。君の男にしてくれた。そして、この子の親にしてくれた。それなのに。港、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。 それに今日はこの子の誕生日なんだから、何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、 大きくなったナルト、見てみたかったな。 Ach, Minato. Kushina. 君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。 君の残り少ないチャクラは そのナルトとの再会のために使うんだ。 君の残りのチャクラをすべて ナルトへ封印する。ハッケ封印に組み込んでね。そして、キュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は、シキ封じ。Okay, Hakke no Fuin Chiki, hieß es. あの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。
これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにした九尾の封印は復活まで人中力が不在となって微重バランスが崩れてダメだ。四季封刃なら俺と一緒に九尾を半分だけ永久に封印できる。だから九尾のもう半分は、おは世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。Und die andere Hälfte wahrscheinlich in Minato selber. Naruto に封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でも、ジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そして。それに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが二つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。Du bist ziemlich leichtgläubig, Minato. So Prophezeiung einfach so für Worte zu nehmen. この子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。Minato。でも、この子を信じよう。なんだって俺たちの息子なんだから。Und da ist der Todesgott. Musko. Da からこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それに、なんで四季封刃なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。ビジューバランスのため、国のため、里のため。ナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君なら、Die Mutter hat echte Zweifel dabei.国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は、Minato hat Zeit schwer, weil als Hokage auch für das Wohl des Dorfes handeln muss. それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。Minato ist echt hart drauf, einfach so seinen Tod hinzunehmen. Für das Kind, für das Dorf. Aber im letzten Endes war es ja auch eine gute Entscheidung von ihm. しびれる。ここまで重いチャクラだと
Da geht er zu Boden, der große Fuchs. Oh, das sieht schön aus. Ja, genau das hat er vor. Und da sind die Ketten leichter geworden. Und da wurden beide Eltern durchstochen. Ganz knapp. Vor Naruto ist die Kralle stehen geblieben. Das ist echt krass. Kushina, jetzt denk doch nicht daran. Und das ist der Moment, wo das Chakra in Naruto versiegelt wird, was man ja dann später feststellen konnte bei dem Training mit Kushina und halt bei der Szene mit Pain, wo Minato in dem Körper von Naruto aufgetaucht ist. それと夜更かししないで、いっぱい寝ること。それから、お友達を作りなさい。いっぱいじゃなくて、いいから。本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それと、お母さんは苦手だったけど、勉強や忍術を、 ただし、得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なことを、忍びの参勤について。 特にお金の貸し借りには気をつけること。任務金はちゃんと貯金すること。それとお酒は二十歳になってから。Die Worte von Jiraiya, so gesehen。飲みすぎては体に触るから、ほどほどにすること。それと参勤で問題なのが女。 母さんは女だからよくは分からないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことに。Da muss Minato lächeln. 変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえば。もう一つ。
ジライア先生には気をつけなさいってばね。Ja, ja. Der kleine Perverse da. うるさい母さんと同じかな。八卦封印。Tja, Männer fassen sich wieder kürzer, aber die Mutter hat echt gute Punkte rausgehauen, also. Schon ziemlich traurig, wie der Tod der Eltern und das Leben der Einsamkeit an Naruto dann gerichtet wurde. Ich denke mal, das ist verständlich. Das muss man nicht entschuldigen. Im Herzen.だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。ミナト、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当にありがとう。Ich glaube, die Mutter ist jetzt mit glücklichen Gedanken in den Himmel eingezogen und haben auch ein sehr glückliches Kind zurückgelassen. Ja, Naruto, ab jetzt isst du auch Gemüse.母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかないやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。仕事の産休はJa, Naruto ist halt nicht so der Lernekopf. Tatsächlich.
先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。Na ja, deinen Vater hast du theoretisch schon übertroffen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, und er ist im Einklang. So, 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 so. それは次の機会に説明するってよ。 All right? Yeah! Nach dieser traurigen Geschichte einen kleinen Aufmunterungs-Rap und schon geht's weiter. Was ist das denn? Ein kleines Licht, Hoffnung. Arigato. So. Und das war's auch schon mit dem Kapitel 4, Narutos Geburt. Und wir haben wieder mal Shop-Items bekommen und zum Speichern werden wir jetzt nun aufgefordert. Ich würde sagen, ein sehr trauriger Part und ja, es ist halt eine schöne Geschichte auch gewesen. Also wie Naruto geboren wurde und all sowas. Und ich denke einfach mal, liken, kommentieren, subscriben, das ist alles wieder im machbaren Bereich und ich hoffe, der traurige Part hat euch gefallen. Es ist sehr viel Cutscene gewesen und all sowas. Ich hoffe einfach mal, dass euch auch mal Parts gefallen, die jetzt nur filmbasiert sind, weil ich kann das ja auch nicht beeinflussen. Naja, also habt einen schönen Tag und man sieht sich. Tschö, tschö.